zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr Lieben, endlich gibt es wieder ein neues Video. Ja, ich habe schon eine Weile lang nichts von mir hören lassen. Das liegt einfach daran, ich habe so viele Bestellungen reinbekommen. Als ich meine Spaten Sticken eröffnet habe, und aber auch vom Diamond Painting, und ich komme kaum hinterher, irgendwie alles zu bearbeiten, abzuarbeiten. Ich bin jeden Tag gefühlt nur am Päckchen packen und dann fahre ich noch auf die Arbeit und dann eins leidet halt immer meistens drunter und das ist bei mir jetzt das YouTube. Aber jetzt habe ich heute gerade mal ein bisschen Zeit und ich habe gedacht, ich habe eine ganz tolle Post bekommen. Und zwar hier seht ihr es schon, es ist eingepackt in so Graupapier. Und zwar ist das von der Firma Karat Art. Ich habe euch da ja schon ein paar Videos gemacht von der Firma. Ich verlinke euch das gerne mal hier unter dem i. Da könnt ihr gerne mal schauen, was für Bilder ich da euch noch schon gezeigt habe. Und zwar hat Karat Art eine neue Künstlerkollektion. Und ich habe mir ein Bild aussuchen dürfen, das ich euch vorstellen darf. Und da habe ich gedacht, da mache ich doch gerne mit. Und habe mir ein schönes Bild ausgesucht. Diese Künstlerkollektion, also wir durften uns das schon vor 4 Wochen aussuchen. Und das wurde dann extra produziert. Und ja. So, jetzt habe ich hier einmal das Bild. Da ist der Lieferschein. So, und zwar ist da der große Karton. Ja, wir haben hier wieder diesen wunderschönen Karton. Und zwar steht hier, let the pleasure begin. Piece by piece, just you and your masterpiece. Ne? Und hier nochmal das Logo von Karat Art. Ich finde den Karton total ansprechend. Hier hinten haben wir noch eine kleine Beschreibung, was im Karton enthalten ist, im Kit. Und hier auch nochmal eine Anleitung in Deutsch und in Englisch. Und auch mit Bildern beschrieben. Also alles, was man eigentlich braucht für so einen Karton. Sehr schön. Ich packe ihn mal aus. Wir haben hier noch eine Schutzfolie drüber, was die Bilder auch noch mal schützt vor Feuchtigkeit. Sollte irgendwas auf dem Transport passieren mit den Bildern, sind die hier in einer Folie noch mal geschützt. Ja, so. Hier unten haben wir nichts drauf und hier oben kommt dann das Bild. Und zwar könnt ihr es vielleicht schon erkennen. Ich halte mal meine Hand hin, dass es ein bisschen scharf stellt. Und zwar ist das die Alice. 50, hier könnt ihr auch schon sehen. 50 mal 75. Ja. Also relativ groß für mich. Ich mache mal den Karton gerade auf. Das seht ihr jetzt gerade nicht. Dann schauen wir mal hier rein, was wir schon mal sehen. Wir sehen schon mal eine Leinwand mit gesteppt. Hier unten befindet sich das Toolkit. Wir sehen schon Flüssigkleber. Da freue ich mich. Dann holen wir das Set mal raus. Karton ist leer. Den stelle ich gerade mal auf die Seite. Braucht man jetzt nicht mehr. Und dann schauen wir uns das gute Stück mal an. Ich freue mich. Ja, hier haben wir einmal das schöne große Bild von Alice. Und wer mich kennt, weiß, dass ich so ein kleiner Alice im Wunderland-Fan bin. Ich habe ja da mit der lieben Katrin von Chaos on Tour, falls ihr sie noch nicht kennt, ich verlinke mal ihren Kanal unten in der Infobox. Aber ich denke, einige von euch kennen sie bestimmt. Und mit ihr habe ich zusammen die Alice-Bücher gelesen. Und da habe ich gedacht, jetzt muss dieses Bild noch her. Wir fangen mal hier an. Wir haben hier eine wunderbar schöne große Leinwand. Und zwar heißt das Bild Alice und ist von dem Künstler Maud Lamoni. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Hier haben wir die Legende, wie gesagt. Wir haben 1,
zwei, drei, vier AB-Farben mit dabei, was ich ganz, ganz toll finde. Und die kann man super durch den Sticker-Maker ziehen und auf die Fläschchen kleben. Also ich würde dann nur die Symbole, die DMC-Nummern würde ich gar nicht drauf machen. Dann würde ich es mir vielleicht sogar nochmal kopieren, beziehungsweise wir haben auch noch eine Legende. So, ich mache es mal auf die Seite. Dann schauen wir uns mal das schöne Toolkit an. Wir haben hier einen Druckverschlussbeutel. Kann man es schön leicht entnehmen, das Set. Wir haben hier auch ein ganz schönes Toolkit, finde ich. So, komm raus. So, und zwar haben wir hier einmal ein weißes kleines Schiffchen. Einen blauen Stift mit einem Fingerhalter, einem Squishy. Also andersrum, ja, da braucht man immer ein bisschen, bis sie sich reinschieben in die, muss man ein bisschen, also ihr seht das System, ne? Dann haben wir hier zwei Mehrfachaufsätze, einmal, ich habe es jetzt richtig, oh, mein Finger ist schwarz, ja, war gerade noch am Paket packen, einmal ein Vierer und einmal ein, ich muss gerade mal ins Licht halten, ein Siebener. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Es ist ganz leicht eingeprägt. Ne? Hier ein bisschen, seht ihr das vielleicht? Das ist cool, dann sieht man es gleich. Und dann haben wir hier ein blaues Wachsblättchen in diesem kleinen Schälchen. Finde ich auch sehr gut. Dann trocknet es nicht aus, man kann es reinlegen und hat es schön beieinander. Ne? Es liegt nicht, fährt nicht irgendwo rum. Dann mache ich das schon mal rein. Eins haben wir noch hier, das auch zum Toolkit gehört, und zwar eine schöne Pinzette, eine schwarze. Ist auch relativ sagen wir mal, schwer in der Hand. Oh, die geht schön leicht. Das ist super. Wir haben eine nicht ganz so extrem spitze. Manchmal hat man ja so eine ganz wahnsinnig spitze, aber noch spitz genug, um die schönen Steinchen hier aufzunehmen oder mit Pinzette zu setzen. Weil wir haben hier eckige Steinchen bei dem Kit. Oh, die ist echt gut. Die muss ich sagen, die fühlt sich sehr, sehr gut an. Sehr hochwertig. Da freue ich mich auf solche Pinzetten. Weil man hat auch manchmal das Problem, wenn die Pinzetten zu weich sind und die fühlt sich jetzt aber nicht so weich an, dann verbiegen als die Spitzen. Ich kann euch das mal zeigen. Wartet mal, habe ich hier eine da? Ich habe mir so eine hellblaue und da hat sich das so verbogen. Wenn man die Steinchen nochmal abzieht, ne, ich finde sie jetzt gerade spontan nicht, dann kann es sein, dass sich die Spitzen so nach außen biegen und dann kann man mit der Pinzette nicht mehr setzen, ja. So, dann schauen wir uns mal das schöne Bild an. Steinchen macht man doch auf die Seite, kann man nachher gucken. Steinchen. Also, ich drehe es jetzt mal gleich hochkant. Wir haben hier das schöne Logo von Karat Art. Und dann haben wir hier ein Vorschaubild und die schöne große Legende. Richtig, richtig toll. Wir haben alles, also wir haben Buchstaben, Symbole und Nummern. Und wir haben ganze 55 Farben mit ABs zusammen. Was ich eine gute Menge finde für dieses Bild. Ich habe gedacht, als ich das gesehen habe, es wird wahrscheinlich nicht ganz so viel Farben haben, aber es hat reichlich Farben. Und wir haben hier den Druck. Oh ja, das sieht gut aus. Die Leinwand, die glitzert auch so schön. Wir haben hier auch einen abgesteppten Rand und sie ist auch nicht so störrisch, sondern fühlt sich sehr schön weich und hochwertig an. Wir haben hier gegossenen Kleber. Klebekraft ist prima. Schauen wir uns aber den Druck noch ein bisschen an, würde ich sagen. Noch bei den anderen Farben. Super. Ja, man erkennt alles sehr, sehr gut. Also mein bloßes Auge erkennt das jetzt alles. Könnte man auch ohne Lightpad painten. Und hier auch, ich bin mal gespannt, wie das rauskommt. Machen wir das ein bisschen hoch. Und zwar die liebe Alice. Wie ihr Gesicht rauskommt, wenn es gepaintet ist.
Und die sitzt zwar in diesem großen Jar drin, in diesem Glas, ne? Und hier sind die Kekse drin und sehr cooles Bild. Also es hat mich total angesprochen. Hier haben wir nochmal den Künstlernamen dran stehen. Und hier haben wir nochmal einen Rabattcode für die nächste Bestellung. Ja, also total toll, freut mich sehr. Ich habe das Bild jetzt gesponsert bekommen. Das heißt, ich habe jetzt in dem Sinn nichts bezahlt dafür. Ja, also sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut, das Bild. Freue ich mich, dass ich das jetzt habe. Und hier haben wir die Steinchen. Und das sieht schon sehr schön aus drin. Ja, es sind ja sehr, sehr viele Blautöne, was ich natürlich toll finde. Ich liebe ja Blau. Hier haben wir auch nochmal die Artikelnummer drauf. So, schauen wir uns das mal an. Ich habe gerade geguckt, ob es nach der Reihenfolge sortiert ist. Ist es aber nicht. Also wir haben jetzt nicht aufwärts die DMC-Nummern oder die Buchstaben, oder? Nee. Aber wir schauen uns die Steinchen jetzt mal an, würde ich sagen. Oh ja, die sehen gut aus. Die sehen sehr, sehr gut aus. Und das sind Harzsteinchen. Oh, ist jetzt ja gar nicht. Sorry, entschuldigt bitte. Das sind Harzsteinchen. Erkennt man eigentlich wirklich ganz schnell, finde ich. Harzsteine unterscheiden sich doch sehr von Acrylsteinen, da sie wirklich ein bisschen stärker funkeln. Und wir sehen auch diese spiegelglatte Unterseite, was natürlich aber auch mittlerweile auch viele Acrylfarben haben. Aber zwischendrin haben wir so Steinchen wie dieser hier. Seht ihr, der so ein bisschen nach innen gewölbt ist, also kein Löchchen hat, sondern gewölbt ist. Und das ist auch so ein typisches Indiz für Harzsteinchen. Ja, ich meine, Karat Art hat bei den Künstlerkollektionen immer Harzsteinchen. Ja, doch, die sehen sehr, sehr schön aus. Hier haben wir. Ah, 5200 ist doch AB. Aber das ist keine AB-Farbe. Mal gucken, ob da noch mal irgendwas. Ah ja, hier haben wir eine AB auf jeden Fall. Ups. Aurora Borealis sagt man auch dazu. Das ist quasi so Polarlicht, also weil es so funkelt in diesen Polarlichttönen. Aber es ist unterschiedlich. Jede Farbe funkelt ein bisschen anders dann. Dann haben wir die erste AB-Farbe. Mal gucken, ob die anderen sind noch. Ah, da sind sie. Da schaut her. Hier haben wir 5200 in AB. Oh, das ist schön, oder? Wie das funkelt. Total toll. Und hier haben wir sie in Blau. Seht ihr, wie unterschiedlich die sind? Und hier haben wir sie in so einem Grauton. Auch sehr schön. Und hier sieht man es mehr so grünlich, ne? Wie es schimmert, wie das Polarlicht. Total toll, also richtig schön. Jetzt bin ich, habe ich gerade nur überlegt. Ah ja, wir haben 5200, seht ihr das? Hier, 5200 ist die 51, einmal das Häkchen. Und dort, wo die AB-Steinchen kommen, ist dieses Dreieck. Und da können wir mal schauen. Wir schauen jetzt mal, wo sich die AB-Steinchen denn befinden. Und zwar, also die 5 haben wir gesagt, das ist das Dreieck. Ja, das ist hier in diesen Sternen mit drin. Was ich finde, was richtig super da reinpasst in diese Sternchen. Ne? Hier ein bisschen noch als Highlights. Ja, sehr gut gewählt. Also Karat Art, da habt ihr das habt ihr sehr gut gemacht, finde ich. Also, weil es sind wirklich so Highlights, wo hier mit AB-Steinchen sind. Dann können wir mal schauen. Dann haben wir die 210. Das ist das kleine H.
ist ja so ein rosa Ton. Das könnte hier bei den Wangen sein, oder? Wieder ein kleines Haar. Nee. Es ist ja nicht viel. Also das wird nur so ein bisschen vereinzelt sein. Ich schaue gerade unten, wo ihr gerade nicht hingucken könnt. hier haben wir ein bisschen. Hier haben wir ein kleines bisschen von dem Haar. Und hier auch ein bisschen. Also ist hier vereinzelt am Rock quasi. Oder am Kleidchen von der Alice. Ja, das passt auch sehr gut hier außen. Das ist einfach wie so schimmert, das Kleidchen, ne? Sehr schön. Gut. Und dann haben wir die 995. Das ist ein E. Ein dunkles E. Ich kann mir vorstellen, dass wir das vielleicht hier oben in der Schleife ein bisschen haben. Ja, hier haben wir immer wieder, seht ihr diese dunkelblauen einzelnen Punkte? Das ist das E hier. Das passt auch sehr gut in die Schleife, weil die Schleife dann so ein bisschen funkelt und hervorgehoben wird durch diese E-Steinchen. Sehr schön. Also es gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir noch die 318. Das Grau. Das ist die Nummer 5. Da haben wir ja auch nicht so viel. Also mal gucken, wo die Nummer 5 ist. Ist immer schwierig, wenn man wenn man so ein bisschen sucht, wenn man hier auch viel ähnliche Töne. Auf den ersten Blick sehe ich es gar nicht. Ah, hier haben wir ein bisschen. Ah ja, okay. Hier quasi, hier am Rand von der Flasche haben wir ein bisschen Fünfen. Hier auf Fünfen. Und hier haben wir ab und zu mal eine, aber immer nur so vereinzelt. Und hier runter, wo das Glas runtergeht, da haben wir auch Ebbi-Steinchen. Ja, also sehr, sehr, sehr gut gewählt, muss ich sagen. Da hat Karat Art sich was dabei gedacht. Und da wirklich die Steine schön eingesetzt. Ja, das hat man nicht, leider nicht immer so bei allen Firmen. Und ich bin aber sehr, sehr happy, dass die Steinchen so eingesetzt sind. Ich würde sagen, wir machen heute mal eine Paintprobe. Ne? Wenn ich jetzt heute schon lange kein Video mehr gebracht habe, können wir eigentlich auch eine Paintprobe machen. Und was ich euch noch sagen wollte, ich habe auch einen Rabattcode, ne, für euch. Den habe ich sicherlich hier oben eingeblendet. Ansonsten schreibe ich ihn aber auch noch mal unten in die Infobox mit dazu. Da könnt ihr dann ein bisschen sparen, ne, wenn ihr über diesen Code bei Karat Art shoppen möchtet. Genau. Und ich bekomme eine kleine Provision dafür. An dieser Stelle würde ich sagen, ich baue einmal ein bisschen um und dann paint man ein bisschen. Thank you.
Ich habe ein kleines Stückchen ja mit euch gepaintet und um zu gucken, wie die Steine liegen, wie die Klebekraft ist und oh, wie das schon funkelt, oder? Seht ihr das? Oh, dann lacht mein Herzchen. Mein Diamond Painting Herz, da freue ich mich total drüber. Oh, so schön, total toll. Es ist halt einfach Harz, ne? Das muss man einfach mal so sagen. Und ihr seht, die Steine liegen wunderbar. Ich habe jetzt auch tatsächlich bei den Farben keinen Ausschuss gefunden. Und die sehen super aus. Also die sind echt, Qualität ist 1A. Die Leinwand, die Klebekraft lässt sich wirklich schön kleben. Ich kann die Steinchen aber auch noch schön schieben, wenn ich mich irgendwie, wenn sie krumm sind oder so. Also da ist auch alles prima. Ja, also ich freue mich jetzt, dass ich hier dieses tolle Bild zur Verfügung gestellt bekommen habe. An dieser Stelle ein großes Dankeschön auch an Karat Art, dass ich diese Chance bekommen habe, hier ein schönes Künstlerbild vorzustellen von Mod Lamoni, die Alice. Und hier habt ihr auch nochmal das Bild. Wie gesagt, meinen Rabattcode habe ich euch eingeblendet. Wenn ihr Interesse habt, da sind wirklich sehr, sehr schöne Bilder dabei. Ihr werdet sicherlich von dem einen oder anderen YouTuber in nächster Zeit vielleicht auch noch ein Karat Art Künstlerbild sehen und von der neuen Kollektion. Und ja, dann habt ihr da schon mal ein bisschen Einblick und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr freuen über euer Feedback. Lasst mir gerne eure Kommentare da, da würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.